Alle, die schon lange Naturfilme für das Fernsehen gedreht haben, waren immer etwas enttäuscht, dass man da draußen in einer wunderbaren Welt mit großem Sichtwinkel ist und danach alles nur auf einem kleinen Fernsehbildschirm sieht. Aber nun wird die große Leinwand der Schönheit der Tiere und der Größe der Landschaft wirklich gerecht. Wir haben das Masai Mara-Schutzgebiet ausgewählt. Hier leben wahrscheinlich mehr Wildtiere zusammen als irgendwo sonst auf der Welt. Deshalb gibt es hier auch so viele Raubkatzen. Hier dreht sich alles ums Fressen und gefressen werden. Im Masai Mara sieht man Dinge, die man nirgendwo sonst zu sehen bekommt. Wir haben ein Team zusammengestellt, das sehr viel Filmerfahrung mit afrikanischen Raubkatzen hat. Owen Newman besitzt vermutlich das beste fotografische Auge, das mir je begegnet ist. Wir verwenden HD-Kameras mit einer extrem hohen Auflösung. Dadurch wird die Qualität auf der Kinoleinwand phänomenal. Sophie Darlington hat die Fähigkeit, einem Tier instinktiv zu folgen und vorherzusehen, was passieren wird. Können wir vorfahren? Wenn man ein Tier kennt, kann man vorhersehen, wie es sich bewegen wird. Und gelegentlich kommt es direkt auf die Kamera zu. Und genau das will man ja. Vor allem fürs Kino versucht man sich so zu positionieren, dass sich möglichst viel von dem, was man erwartet, im Bild abspielt. Simon King hat viele der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit der Phantom, einer tollen Highspeed-Kamera, gemacht. Dies ist die Superzeitlupenkamera, die bis zu 450 Bilder in der Sekunde aufnehmen kann. Damit können wir eine Bewegung 18-fach verlangsamen. Bei dieser Geschwindigkeit kann man jede Sehne, jeden Muskel sehen. So etwas in Zeitlupe erleben zu können, gehört zu den außergewöhnlichsten Dingen des Films. Die Geräte für die Luftaufnahmen sind wunderbar. Mit ihnen konnten wir das Gebiet in einer bisher nicht möglich gewesenen Art filmen. Wir haben Aufnahmen von Gnus, wie sie einen Fluss durchqueren, und gefühlvolle weitwinklige Landschaftsaufnahmen. Das gleiche Stabilisationssystem haben wir auch auf Autos montiert. So konnten wir den Geparden und Löwen folgen und uns zwischen ihnen bewegen, als gehörten wir zur Herde. Wenn die Menschen sich im Reich der Raubkatzen im Kino ansehen, können wir sie wirklich in diese Welt entführen. So als wären sie mitten in Afrika.